Willkommen zurück zu Ratchet & Clank. Beim Remake. Ja. Ich wollte sagen, Ratchet & Clank ist klar. Wir sind jetzt wieder nach einer Zeit mal wieder hier unterwegs. Zumindest ich. Ich bin jetzt ungefähr seit etlichen Monaten das erste Mal wieder in dieser Spielwelt online. Und wir werden es halt ganz normal weiterspielen, wie ich es bei den letzten zwei Aufnahmen hatte eigentlich. Und ja, wie schon gesagt, war ja gewesen, dass mich Copyright da, also die Rechte hier einen Strich durch die Rechnung gemacht hatten, dass ich mir diese halt nicht, was hieß, nicht aneignen konnte, dass ich das Let's Play halt nicht so starten konnte im rechtzeitigen Moment, wie ich es hatte. So, und wir werden jetzt hier ganz normal weiterspielen. Ich muss erstmal irgendwie mit der Steuerung wieder klarkommen. Und ja, wie gesagt, wir werden hier weiterspielen. Ich finde die Grafik immer noch so geil. Dabei werde ich jetzt nicht hier alle 20 Minuten sagen, ja, ciao, haut rein und so weiter. Ich werde das jetzt erstmal ein paar Minuten, halbe Stunde, keine Ahnung, aufnehmen. Und werde dann immer so vielleicht, ja, 16 Minuten Parts raushauen, da es, denke ich mal, für mich auch am besten so kommt. So, wir sollen ja diesen Mick McMart, oder wie er hieß, retten, da wir das beim letzten Mal hier geschafft hatten, den Bürgermeister zu befreien. Und ja, würde ich sagen, schauen wir erstmal. Ich habe das Spiel nicht mehr ganz so in Erinnerung. So, haben wir eigentlich alles erledigt? Schauen wir mal. Mal sehen, was wir hier haben. Und so zogen Ratchet und Clank los, um ihr Schiff mit der Hilfe des Klempners zu reparieren. Sie ahnten noch nicht, dass sie bald der Großartigkeit so nahe kommen würden, dass sie das Anspannen ihres mächtigen Bizeps hören können. Aber zuerst begegneten sie einem gehirnfressenden Zombie-T-Rex. Hey, eine Sekunde mal. Ich erinnere mich an keinen hirnfressenden Zombie-T-Rex. Okay, na schön. Spielverderber. Ja, ihr seid jetzt wieder startbereit. Bringt bitte diesen Infobot zu Captain Quark. Versprochen. Danke für die Hilfe. Gern doch. Bis zur nächsten Fortsetzung. Bis zur nächsten Fortsetzung. Ja, was ich noch sagen wollte, ich habe ein bisschen an dem Soundsystem rumgebastelt. Ich habe jetzt das mal so eingestellt, dass das automatisch nicht leiser gestellt wird, der Sound von dem Spiel, während ich reden tue. Ich hoffe mal, das ist so in Ordnung. Da ich ja nicht so genau damit bisher gehandhabt hatte, wie ich das mache. So, dann steigen wir mal ein und ab zu Captain Quark. Ratchet und Clank waren glücklich, als sie entdeckten, dass ihr frisch repariertes Schiff über einen verbesserten Hyperraum-Navigationscomputer verfügte. Aha. Naja, zu Hause gibt's nicht viel zu tun. Optional, suche in den Höhlen nach verborgenen Schätzen. Ja, könnte man machen. Bring den Infobot zum galaktischen Schutztruppen. Mache es Skip mit Marx aus, finde ich. Finde den Apparat von Mac Marx. Shorts, check. Ja, mach mal doch das erstmal. Anstatt der Geschichte zu folgen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ah, nach Arida. Nee, Aridia. So rum war es gewesen. Genau. Ja, komm, steck aus. Yay. Wird bestimmt lustig. Warte, ist das Skid Mac Marx da vorn? Ach, siehst du mal, da ist er schon. Muss man nicht mal großartig suchen. Oh Mann, was für ein Glück, dass ihr hier aufgekreuzt seid. Ich bin schon die ganze Nacht hier. Ich glaub's nicht. Skid Mac Marx. Ich hab alle deine Rennen gesehen. Cool war, denn Triple Nova Spin bei Mach 2 letztes Jahr beim Kerman Cup. Immer schön, einen Fan zu treffen, kleiner Mann. Ich bin Clank, das ist Ratchet. Dein Onkel hat einen Infobot erhalten und uns gebeten, dir zu helfen. Oh, ich habe mich schon gefragt, ob er ihn bekommen hat. Mein Agent und ich fliehen schon die ganze Nacht vor dem Blag.
Allerdings wurden wir in dem ganzen Chaos getrennt und ich bin beim Abhauen aus Skip McMax Borchick auf die Schnauze gefallen. Hey, könnt ihr vielleicht die Sandhaie beseitigen, damit ich zu meinem Schiff kann? Ihr bekommt mein Hoverboard, wenn ihr das tut. Wow, ein echtes McMax 4000 ist so gut wie erledigt. Wie man vielleicht hören kann, bin ich ein bisschen angesenkt von der Erkältung her. Wow. Und ich hoffe mal, dass das jetzt noch nicht so negativ auffallen wird. Aber ich denke eher nicht. Wow. Das war Treibsand. Noch was? Also noch sind sie relativ einfach zu handhaben hier, die Typen. Wie war denn das? Ich konnte doch noch irgendwie Waffen wechseln. Das waren ziemlich viele von denen. Wie viel haben wir noch? Ah, drei noch, okay. Wow. Oh Gott. Wie tue ich denn jetzt wechseln? Ich weiß das schon gar nicht mehr. Das war die Karte, das war klar. Oh, jetzt mal ehrlich, wie wechsle ich? Ich habe das vergessen. Das kommt davon. Muss ich irgendwas gedrückt halten? Oh je, keine Munition mehr. Ja, ja. Wartet mal. Machen wir es mal so. Optionen. Steuerungsoptionen. Kamera, bla bla bla. Automatisches Zählen haben wir ja drin. Das ist schon mal nicht. Spieloptionen. Auch nicht. Schwierigkeit normal. Puh, Waffen. Brenner. Hallo? Ah, so war das. Alles klar. Vielleicht hätte man hier das erstmal aufbomben sollen. Naja, gut. Wer soll denn damit schon rechnen? Hier ist noch ein Haufen Schrauben. Die könnten wir mal einsammeln. Da hinten haben wir wieder eine Lootkiste. Ja, mit ein bisschen Bomben. Sehr schön. Wow. Das sind aber ziemlich viele hier. Ach, hier geht's hoch. Ja, immer mit Ruhe. So, ich schau mal eben, ob ich jetzt das Ding da aufbomben kann. Das war die falsche. Okay, geht nicht. Alles klar, hätte ich mir die Granate auch sparen können. Hallo? So. Aber wenigstens habe ich hinten wieder noch Munitionskisten. Für zwei Granaten. Eine verballert, zwei bekommen wir. Schön. Oh Gott. Wow. Uiuiui. Ist das Stufenaufstieg? Oh, schön. Oh, nee, da müssen wir jetzt mal. War das knapp. Wow, noch einer. So. Quarks futtert dich voll, Bude. Ja, warum nicht? Ja, verdammt. Yay! Also zwei Granaten, da sind diese komischen Pflanzen auf jeden Fall down. Gut zu wissen.
So, wir haben jetzt schon wieder 7000 zusammen. Ist die Frage, kann ich hier... Ja, das geht natürlich. Da müsste ich ja jetzt eigentlich hier zu dieser komischen Schraube kommen. Ja, genau. Das wird ordentlich Schrott geben. Genießen wir diesen Moment. Schalten Extras frei. Sieh es dir im Pausenmenü an. Okay, unter Extras nehme ich mal an. Bildergalerien, Aussehen, Einstellungen, Sheets. Nee, lieber nicht. Wollte man ja eigentlich alles so schaffen. Bildschirmfilter, Boltstil. Aha. Also wir brauchen davon auf jeden Fall eine ganze Menge. Was war denn das jetzt? Ach, Ratchet & Clank 2002 gibt es auch noch. Bildergalerie, das ist cool. Da müssen wir uns das mal ein bisschen merken. Dass wir diese goldenen... Hoppala! Schrauben mal einsammeln. Theoretisch jetzt hinten lang. Wow! Das sind ja mehr wie zwei. So. Okay, den haben wir. Und den haben wir auch. Jetzt haben wir immer nur noch zwei übrig. Oh, sehr schön. Das war knapp. Ah, jetzt geht's weiter. Okay. Das war ziemlich cool. Danke für eure Hilfe. Hier ist euer Hoverboard. Wow, sogar mit Autogramm. Für Ratchet und Clank, den gechilltesten Typen, mit denen ich hier auf einem feindlichen Planeten abgehangen habe. Cool. Schaffst du es alleine, ohne Hilfe zu deinem Schiff? Wird schon klappen. Ich glaube allerdings, dass ich nicht am Blackwater City Hoverboard-Wettbewerb teilnehmen kann. Voll der Bomber-Kumpel. Cool. Hey, hat einer von euch Kerlchen meinen Agenten gesehen? Wie benutze ich das? Zurücklassen. Er hat's nicht so mit der Natur. Was für eine Natur? Ist doch wohl ein Witz. Wow. Okay, das waren Bomben. Das muss ich dran denken. Halt. So. Also wir kriegen ja hier für jedes kleines bisschen Schrott. Ach, hier geht's weiter. Okay. Wir sollten uns nach Skids Agenten umsehen. Er braucht vielleicht unsere Hilfe. Würde ich sagen, wir schauen mal hier rein in den Gadgetron-Händler. Komm in mein Büro. Allein ich habe kein Büro, aber vielleicht kriege ich eins, wenn ich Verkäufer des Monats werde. So, Pyrositor. Könnte man aufwerten oder den Protonentrommel. Das war, was war denn das für einer? Ah, ich glaube, den haben wir noch gar nicht, ne? Pseudoatom ein, das regelmäßig einen weiten Kreis Energie ausstößt. Nehmen wir mal mit. Ja. Vielleicht erfülle ich diese Woche meinen Soll. Viel Spaß mit deiner neuen Protonentrommel. Schick. Wie sieht es wegen den Aufwerten aus? Ach so, genau. Schmelzgranate. Protonentrommel. Das war das von gerade eben, ne? Dann ist das hier deine Aufrüstung. Wirkungsbereich. Nochmal die Dauer erhöhen. Aha. Ah, okay. Ja, ich habe das wieder ein bisschen so vergessen gehabt. So, dann würde ich sagen, bei den Schmelzgranaten machen wir auch noch was.
Hast du es nicht auch weiterschießen kannst, dann hol dir mehr Munition. Das ist nicht schlecht. Aber eine größere Wirkzone, wollte ich sagen, wäre auch nicht so verkehrt. Direkte Treffer richten noch mehr Schaden an. Ja, warum nicht? Dann machen wir hier noch eins voll. So, das haben wir. Und dann würde ich sagen, wir könnten hier eigentlich auch nochmal aufwerten. So. Dann haben wir bloß noch eins übrig und das heben wir uns natürlich auf.